Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Path of Titans Video. Wir haben wieder einen neuen spielbaren Dinosaurier, nämlich den Stegosaurus. Der sieht so aus. Den haben wir uns ja beim letzten Mal auch schon so ein bisschen angeguckt. Und da habe ich ja bereits gesagt, dass ich den aus der Jurassic Park Serie so ein bisschen nicer finde vom Aussehen. Aber dieser hier ist wahrscheinlich ein bisschen akkurater, was die Paläontologie angeht. Und ich finde auch besonders cool diese Stacheln da oben. Also, dass man da bei dem Skin das so schön rot machen kann, das gefällt mir sehr gut. Und bei den verschiedenen Unterarten kann man auch die Stacheln ja anders von der Form aussehen lassen. Da kommen wir aber später noch zu. Was ich persönlich noch sehr cool finden würde, wäre, wenn diese Stacheln sich färben könnten. Wenn irgendwie Bedrohung oder so nahe ist, dass man irgendwie den Dreier-Call machen kann und die werden dann irgendwie ja noch knalliger von der Farbe oder sowas. Das ist ja auch, glaube ich, so eine kleine Vermutung, wofür diese Stacheln wahrscheinlich waren. Oder zur Wärmeregulierung und sowas. Ich glaube, da gibt es einige Vermutungen, wofür diese Stacheln vom Stego waren. Aber ich würde das cool finden, wenn die sich mehr färben würden, wenn Angreifer in der Nähe sind. Um diese halt abzuschrecken. Ja, die Genanimation sieht ja schon mal ganz gut aus. Rennen sieht so aus. Sieht auch nicht schlecht aus. Ich muss allerdings immer sagen, ich finde, dieses Rennen gerade sieht immer bei allen Dino-Spielen so ein bisschen seltsam aus. Das sieht halt nicht so aus, als wenn die wirklich so viel wiegen, wie sie in echt gewogen haben. Die fliegen immer so förmlich über den Boden. So ein bisschen. Könnt ihr mal eure Meinung zu in die Kommentare schreiben, würde mich mal interessieren. Angriffe hat er übrigens zwei Stück. Einmal so ein Schnappen oder so eine Kopfattacke nach unten, wahrscheinlich für kleinere Angreifer. Und natürlich seine Hauptwaffe, seine Stacheln, mit denen er ordentlich zuhacken kann. Die sehen auch ganz schön bedrohlich aus. Schaut euch die mal an. Also die sind schon groß. Die möchte man, glaube ich, nicht ins Gesicht bekommen. Ausdauer hat er tatsächlich noch relativ viel. Aber das wird wahrscheinlich sowieso noch angepasst später in dem Spiel. Die ganzen Stats von den Dinos, jetzt Angriff, Schaden, Ausdauer und sowas. Muss ja alles noch gebalanced werden, dass das ungefähr passt. Können jetzt ja mal eben die Schreie schon mal durchgehen, würde ich sagen. Dann haben wir auf der Nummer 1 natürlich wieder den Broadcast. Dann haben wir den Zweier-Call, das müsste ja friedlich sein. Oh, der klingt cool. Dann haben wir den aggressiven Call, den Dreier. Oh, der könnte meiner Meinung nach ein bisschen aggressiver sein. Ein bisschen langweilig aus. Dann haben wir den Vierer. Okay, der klingt auch irgendwie cool. Dann haben wir den Fünfer. Schütteln. Den Sechser. Einmal aufrichten und sich umschauen. Und den Siebener haben wir noch. Das ist einmal strecken. Dann macht er es auch wieder hinten mit dem Bein. Und zu guter Letzt haben wir noch den F-Call. Das ist, glaube ich, so der Call, der später ins Spiel eingefügt wird. Damit, ja, wenn man zum Beispiel lokal mit anderen im Textchat schreibt. Also wenn man jetzt hier unten links was schreiben würde, dann wird wahrscheinlich später der F-Call oder sowas kommen, könnte ich mir vorstellen. Aber jetzt passiert hier noch nichts soweit. Hinlegen können wir uns ja auch mal eben. Müssen wir das erstmal hinsetzen. Oh, das sieht ja süß aus. Okay, das ist niedlich, wie der sitzt. Gefällt mir. Und hinlegen. Schlafen. Sieht so aus. Das sieht auch schön aus. Okay, beim Aufstehen, also das Bein, das Hinterbein, habt ihr das gesehen? Leg mich nochmal hin. Achtet da mal drauf. Es verschwindet so ein bisschen im Körper. Da ist die Animation noch nicht so ganz perfekt. Ja, das sieht noch ein bisschen seltsam aus. Aber ansonsten ist das schon nicht schlecht. Ich würde ihn natürlich gleich gerne auch noch im Angriff testen, muss ich sagen. Aber es ist eher unwahrscheinlich, dass ich gleich andere Spieler treffe. Bin gerade auch gar nicht auf einem Multiplayer-Server. Ich werde mich aber gleich nochmal umloggen. Aber so vom ersten Eindruck gefällt er mir schon ganz gut. Spielen tut er sich wieder 1A. Sind übrigens Kamera-Updates auch rausgekommen für die Dinosaurier. Ich weiß jetzt nicht genau, was sich da geändert hat, aber ich denke mal, die Kameraperspektive und sowas wurde ein bisschen angepasst.
Und auch so ein, dass das alles ein bisschen flüssiger läuft, wenn du die Kamera drehst und sowas. So habe ich es zumindest verstanden. Das ist aber auch noch nicht final, da wird noch dran gearbeitet. Ich finde nämlich, dass es teilweise schon ein bisschen zu nah hier ist. Schön, wenn man noch ein bisschen weiter rauszoomen könnte, glaube ich. Die Übersicht. Zumindest, dass man den ganzen Dino drauf bekommt, auch mit den Stacheln hinten. Würde ich nicht schlecht finden. Kommen wir nun aber erstmal zu den Skins. Das hier ist der Standard-Skin. Den kann man auch noch so ein bisschen anpassen. Ich hatte das ja vorhin zum Beispiel hier rot, ein bisschen dunkler und sowas. Finde ich schon gar nicht so schlecht. Das hier oben gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Dann haben wir hier Patterned. Oh, der sieht cool aus. Schöne Tarnfarben. Und auch wieder oben die Stacheln schön rot. Dann haben wir Leaf. Sieht auch nicht schlecht aus. Finde ich aber nicht so cool wie der davor, weil die Stacheln halt ja so einfarbig sind. Kann man wahrscheinlich aber auch alles anpassen noch, dass es ein bisschen rötlicher und so wird. Ich werde jetzt hier aber nichts verstellen, weil ansonsten seht ihr nicht die richtigen Skins, so wie sie standardmäßig sind. Dann haben wir hier Serval. Auch sehr enttarnfarbend. Ich finde es irgendwie ein bisschen lame, wenn die Stacheln die gleiche Farbe haben wie den Körper. Ich finde es immer schöner, wenn die sich so ein bisschen unterscheiden. Tailstripe. Auch eher so bläulich. Ich denke halt wirklich, dass man später mit den ganzen Farbvariationen hier viel rausholen kann. Wobei hier die ganzen Farbsachen, die man freischalten kann, auch alle relativ in diesem gleichen Stil sind. So blau-weiß. Also mal gucken. Dann haben wir hier Lime. Also mein Favorit bis jetzt ist dieser hier auf jeden Fall. Den schönen roten Stacheln. Aber jetzt kommt als nächstes sogar einer, den ich freigeschaltet habe. Nämlich der Bäcker-Skin. Ja, finde ich jetzt standardmäßig auch nicht so mega cool. Nee. Der andere ist immer noch mein Favorit. Dann haben wir Brown. Oh, der sieht schon nicht schlecht aus. Den kann man bestimmt cool variieren, weil der wieder so schöne Farben hier hat. Dann haben wir Zebra. Lined. Oh, das ist mir auch zu bunt. Zu viel gestreift. Albino und melanistisch. Ja, die beiden sind ja standardmäßig. Wobei das schon sehr dunkel ist. Sieht schon echt unnatürlich aus. Das sieht schon realistischer aus, das Albino-Muster. Also mein Favorit, ganz klar, so von den Standardeinstellungen, wenn man keine Farben anpasst, ist eindeutig dieser hier. Wenn man hier das noch ein bisschen interessanter macht von der Haut dann mit den Farben und dann die Stacheln so rot lässt, das finde ich schon nice. Die verschiedenen Unterarten will ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. Dann haben wir einmal natürlich das Geschlecht. Ja, das unterscheidet sich ja meistens nur in den Farben. Das ist ein bisschen blasser als das Weibchen. Aber die Unterarten, da ändert sich schon einiges, wenn er jetzt nicht gerade hier rumtanzen würde. Na, komm runter. Achtet mal besonders so auf die Stacheln. Die ändern sich schon ordentlich. Ihr seht schon, hier sind die kleiner und so ein bisschen breiter. Dann werden die hier auf jeden Fall größer. Hier werden die größer und schmaler. Und auch, glaube ich, hinten, ja. Die hinten, die Stacheln ändern sich auch. Hier sind die schon echt riesig. Und dementsprechend passen sich natürlich auch die Werte an, ne? Das seht ihr immer hier dann. Plus Speed, minus Defense. Plus Defense, minus Speed. Und Balanced. Finde ich echt immer cool, dass man da so drei verschiedene Varianten hat. Jetzt wollte ich mich gerade online einloggen auf Multiplayer-Server, um den Stego mal im Kampf auszuprobieren. Und jetzt ist genau in diesem Moment noch ein Update rausgekommen mit ein paar Bugfixes und sowas. Deswegen sind die Server jetzt leider alle leer, weil erstmal alle Spieler ihr Game patchen müssen. Wie cool diese türkisen Platten aussehen. Kann man ja mal sagen. Die sind auch verdammt hochauflösend. Also echt schöne Texturen. Und auch coole Farbe. Ja, aber wie gesagt, zum Kämpfen wird es leider dadurch nicht mehr heute kommen. Aber ich denke, ihr habt trotzdem einen sehr schönen ersten Eindruck von dem Stego bekommen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie euch der neue Stegosaurus so gefällt. Und falls euch dieses Video gefallen haben sollte, würde ich mich auch über ein Like freuen. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.